Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Undertale. Ich bin Lilicompus Brian oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einer neuen Folge von Undertale. Freust du dich schon aufs Ending? Also, falls ja, schreib's doch jetzt mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie sehr ihr gehypt seid, jetzt zu sehen, was hier alles noch kommt. Denn wir haben noch ein bisschen was vor uns. Nach dem Ending passiert nämlich sogar noch ein bisschen was. Aber dazu später mehr. Und ihr seht schon, es ist sehr, sehr leise. Wir sind in einem sehr tristen, grauen Raum. Und sehen hier einmal die Stadt, möchte man meinen. Sieht sehr schön aus. Ein bisschen trist, wie gesagt, mit diesem Grau. Sehr leise. Ein langer Gang. Well. Nicht schlecht. Erinnert ja beinahe an irgendwas, wo wir schon mal waren. Moment. Neues Zuhause. Original aus wie bei Toria. Es ist eine goldene Blume. Wow. Es ist eine goldene Blume. Oh. Vor langer Zeit fiel ein Mensch in die Ruinen. Vom Sturz verletzt, rief der Mensch nach Hilfe. Das waren wir. Oh, hier ist ein Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel und bringst ihn an den Schlüsselbund an. Das ist eine Notiz. Hallöchen, bitte mach, was immer du möchtest. Okay. Was steht eigentlich auf dem Kühlschrank? Der Kühlschrank ist voller ungeöffneter Dosen mit Schnecken. Snail time. Asriel, der Sohn des Königs, hörte den Ruf des Menschen. Er brachte den Menschen in das Schloss. Ein Sohn des Königs? Asko hatte also einen Sohn namens Asriel. Das sind Fotoalben, Sammelalben, Bücher über Tee. Alles, was man halt so hier erwartet. Der Weg wird von zwei Vorhängeschlössern blockiert. Eine Notiz wurde angebracht. Hallöchen, ich bin im Garten. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, komm doch bitte einfach vorbei. Die Schlüssel sind in der Küche und im Flur. Okay. Ein Herzanhänger liegt in der Verpackung. Mitnehmen? Du erhältst den Herzanhänger. Dieser Herzanhänger gibt uns 15 Defensive, die Inschrift besagt, beste Freunde, für immer. Das finde ich ziemlich niedlich, ehrlich gesagt. Den werden wir uns natürlich sofort anlegen. Hier wäre übrigens ein rostiges Messer in der Verpackung. Gerade dieses Rost, ich finde, ich sag nochmal, was für ein schlimmer Mensch man wäre, wenn man dieses Messer jetzt mitnehmen würde und Leute damit misshandeln würde. Es ist die Zeichnung einer goldenen Blume. Es ist ein Familienfoto. Alle Personen lächeln. Hier sind einige gestreifte Shirts. Doppelbett, gestreifte Shirts. Sehr interessant. Was haben wir hier? Zimmer wird renoviert. Okay. Nach einiger Zeit wurde Asriel und der Mensch wie Geschwister. Der König und die Königin pflegten das Menschenkind wie ihr eigenes. Der Untergrund war voller Hoffnung. Das klingt sehr schön. Du nimmst den Schlüssel und bringst ihn am Schlüsselbund an. Hi Bill. Trotz allem bist du immer noch du selbst. Ja, dem, was wir durchgemacht haben. Das ist Asgors Tagebuch. Alle Einträge sagen, heute war ein netter Tag. Die Tinte ist noch immer feucht. Oh, da hat er es also gerade eben geschrieben, oder wie? Kleiderschrank. Hier befindet sich eine Nikolaus-Verkleidung. Ho, ho, Asgore. Das ist ein Kleiderschrank. Hier sind Roben und ein pinker, handgefertigter Pullover mit der Aufschrift Mr. Dad Guy. Oh, wie süß. Das ist eine Trophäe. Nummer 1, Nasenreibe Champions 98. Ein Nudelbild einer Blume. Für König Papa. Oh, das ist super niedlich. Also hat sein Sohn ihm damals schon diese Blumen mal gezeigt. Überall diese Connection. Ihr merkt schon langsam, in was für eine Richtung das alles hier läuft. Du hast die Kette gelöst. Ein alter Kalender von 2010 X. Ein Tag wurde markiert. Ein Tag wurde markiert? Okay. Dann eines Tages wurde der Mensch sehr krank. Oh. Der kranke Mensch hatte nur einen Wunsch. Er wollte die Blumen seines Heimatdorfes sehen. Aber es gab nichts, das wir tun konnten. Am nächsten Tag. Starb der Mensch.
Asriel absorbierte die menschliche Seele voller Trauer. Er verwandelte sich in ein Wesen mit unglaublicher Kraft. Mit der Seele des Menschen überquerte Asriel die Barriere. Er trug den Körper des Menschen in das Abendlicht, zurück in das Dorf des Menschen. Asriel erreichte das Zentrum des Dorfes. Dort fand er ein Bett aus goldenen Blumen. Er lag den Menschen darauf. Plötzlich hörte man Schreie. Die Dorfbewohner sahen, wie Asriel den Menschen hielt. Sie dachten, er hätte das Kind getötet. Die Menschen griffen ihn mit allem an, was sie hatten. Schlag für Schlag wurde er getroffen. Asriel hatte die Macht, sie alle zu vernichten. Doch Asriel bekämpfte sie nicht. Den Menschen umklammernd, lächelte Asriel und ging zurück. Verwundet ging Asriel nach Hause. Er betrat das Schloss und brach zusammen. Sein Staub verteilte sich über den Garten. Das Königreich fiel in Verzweiflung. Der König und die Königin haben 2 Kinder in einer Nacht verloren. Die Menschen haben uns erneut alles genommen. Nur weil Asriel sich geopfert hat. Asgore beschloss, dass es Zeit wäre, unser Leid zu beenden. Jeder Mensch, der hinunterfiel, muss sterben. Mit genug Seelen können wir die Barriere für immer zerstören. Es dauerte nicht mehr lange. König Asgore gibt uns Freiheit, Hoffnung und er wird uns alle retten. Du solltest auch lächeln. Bist du nicht aufgeregt? Bist du nicht glücklich? Du wirst frei sein. Wundervoll. Und hier klingt die Musik auch perfekt passend ab. Meine Damen und Herren, ein sehr, sehr wichtiger Moment. Hier kommt Sans auch wieder aus dem Nichts. Im Hintergrund die schöne Delta-Rune. Das Wappen für die Stadt. Du hast es also endlich geschafft. Das Ende deiner Reise steht kurz bevor. In wenigen Momenten wirst du den König treffen. Zusammen werdet ihr über die Zukunft dieser Welt bestimmen. Das ist es also. Jetzt wird über dich gerichtet. Du wirst für jede Aktion beurteilt. Du wirst für jeden XP, den du erhalten hast, beurteilt. Was EXP ist? Es ist ein Akronym. Es steht für Exekutionspunkte. Nicht für Experience Points oder Erfahrungspunkte auf Deutsch. Eine Möglichkeit, den Schmerz zu messen, den du anderen hinzugefügt hast. Wenn du jemanden tötest, erhöhen sich deine EXP. Wenn du genug EXP hast, erhöht sich deine Güte. Güte ist ebenfalls ein Akronym. Es steht für Gewalt über Tendenz. Das ist super gut übersetzt. Denn Level oder LV stand ja eigentlich für Love, aber das stand im Englischen dann für... keine Ahnung. Aber die Güte wurde hier jetzt in Gewalt über Tendenz. Oh, super gute Arbeit an die Übersetzer. Ein Weg, die Bereitschaft zur Gewalt zu messen. Je mehr du tötest, desto mehr distanzierst du dich von dir selbst. Je mehr du dich distanzierst, desto weniger schmerzt es dich. Desto einfacher kannst du anderen Schmerzen zufügen. Aber du hast niemals Güte erhalten. Natürlich bedeutet das nicht, dass du völlig unschuldig bist. Es bedeutet nur, dass du eine gewisse Zärtlichkeit im Herzen behältst. Egal welche schwierigen Situationen kamen, du wolltest stets das Richtige tun. Du hast dich geweigert, jemanden zu verletzen. Selbst als du weggerannt bist, hast du das mit einem Lächeln getan. Du hast nie Güte erhalten, warst jedoch gütig. Ergibt das Sinn? Vielleicht nicht.
jetzt. Wirst du die größte Herausforderung deiner ganzen Reise erfahren. Deine weiteren Aktionen werden über das Schicksal der ganzen Welt bestimmen. Wenn du dich weigerst zu kämpfen, wird Asgore deine Seele nehmen und die Menschheit vernichten. Aber wenn du Asgore tötest und nach Hause gehst, werden die Monster weiterhin im Unteren gefangen sein. Was wirst du tun? Nun, wenn ich du wäre, hätte ich längst das Handtuch geworfen. Aber durch Aufgeben bist du nicht so weit gekommen, nicht wahr? Das ist richtig. Du hast etwas, das man Entschlossenheit nennt. Solange du daran festhältst, solange du daran glaubst, was du im Herzen behältst, glaube ich, dass du das Richtige machen wirst. Richtig. Wir alle zählen auf dich, Kind. Viel Glück. Und da ist auch schon der zeitreisende Sans weg, denn jetzt steht er plötzlich nicht mehr vor uns. Ist ja schon beinahe ein bisschen gruselig, dass er wieder plötzlich weg war. Aber jetzt seht ihr, dass es gut war, dass wir niemanden geschadet haben. Der Thronsaal. Der Eingang vom Thronsaal. Und wenn wir hier jetzt mal runtergehen, uns mal anschauen, was hier zu sehen ist, werden wir vielleicht ein bisschen schlucken müssen. Denn meine Damen und Herren, hier unten ein Sarg. Ein Name wurde eingraviert. Gretke. Er ist leer. Ja, ihr seht es. Hier ist unser Sarg. Wir haben quasi unser Todesbett vor uns gesehen, welches schon fertig gemacht wurde und schön gemacht wurde, um uns niederzulegen. Wow. Wow. Und das ist der Thronsaal. Das ist das goldene Rosenbett für Asriel, der hier in Staub zerfallen ist. Dumm-di-dumm. Oh, ist da jemand? Ein Moment. Ich bin fast fertig mit dem Blumengießen. So aus, als hätte die gerade angepinkelt und geschüttelt. Und das war's. Ach, der sieht so süß aus. Hallöchen. Wie kann ich... Oh. Ich würde so gern sagen, möchtest du eine Tasse Tee? Aber du weißt, wie die Dinge liegen. Netter Tag heute, was? Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen. Perfektes Wetter zum Fangspielen. Diesen Satz wird jemand anderes übrigens, das werden wir uns im Genocide Run später mal angucken, wird jemand anderes später sagen. Genau diesen Satz. Sehr, sehr gruselig. Du weißt, was wir machen müssen. Wenn du bereit bist, betrete den nächsten Raum. Okay. Es ist ein Thron. Ein weiterer Thron unter einem weißen Laken. Thronsaal. Meine Damen und Herren, wie spannend. Denk einfach, es wäre wie ein Besuch beim Zahnarzt. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich würde mir jetzt eigentlich lieber gerne noch was zum Heilen besorgen. Wir haben nämlich auch noch ein bisschen Geld. Das werden wir jetzt nochmal eben kurz zwischenschieben. Denn, Heil-Items werde ich jetzt gleich mit Sicherheit benötigen, weil ich nicht unbedingt der allerbeste Spieler in diesen Sachen bin. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder bei ihm sind.
So, Leute. Und da sind wir jetzt auch schon wieder. Kurz davor. Bist du bereit? Ich kann verstehen, wenn du es nicht bist. Ich bin genauso wenig bereit dafür. Das Ende, meine Damen und Herren. Los geht's. Halleluja. Hier ist bestimmt ein krasses Echo. Das ist die Barriere. Das ist es, was uns alle im Untergrund einsperrt. Wenn du noch irgendetwas zu erledigen hast, dann mach einfach, was du machen möchtest. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Bereit? Fünf Seelen sind schon da. Ein komisches Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Es scheint, deine Reise wäre endlich zu Ende. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Oh Gott, ich krieg Gänsehaut dabei. Mensch, es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Keine Gnade mehr. Keine Gnade mehr. Asgore greift an. Reden. Du erzählst Asgore, dass du ihn nicht bekämpfen möchtest. Seine Hände zittern einen Moment. Oh, das war doof. Seht ihr schon gleich beim ersten Dings verkackt. Sein Atem wird einen Augenblick komisch. Erinnerungen blitzen in ihm auf. Asgores Angriff sinkt und seine Abwehr sinkt. Allein das hier finde ich so super schwer. Halleluja. Junk Food. Warum hat er den jetzt nicht angenommen? Weil ich wahrscheinlich an der Wand war. Dann würde ich sagen, müssen wir Asgore wirklich bekämpfen. Es gibt ja keine Gnade. Das geht's ja nicht, Asgore. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich will das doch gar nicht tun. Können wir das nicht irgendwie anders lösen? Das kann man übrigens an den Augen erkennen, falls ihr das gerade noch nicht bemerkt habt. Ah, verdammt. Ich finde, jetzt klingt die Musik fast so ein bisschen wie so ein Osu-Lied. Die haben irgendwie immer auch so einen Touch, finde ich. Oh, pop, pop. Wir schlagen uns aber bisher schon mal ganz gut, muss ich zugeben. Nice. Oh Gott, oh Gott. Verdammt. Da möchte ich mich lieber noch mal einmal kurz heilen. Mit den Instant-Nudeln. Trocken sind sie besser, du bist komplett geheilt. Weil wenn sie trocken besser sind, dann ist ja alles gut. Manchmal seine Angriffe anschaut, sieht das auch manchmal so aus, als ob er uns auch gar nicht angreifen will. Als ob er in Wirklichkeit einfach nur ein netter Papa ist, der das für den Untergrund tut. Das war knapp, aber hat geklappt. Ach, jetzt hat er das in mich reingesammelt, das war jetzt auch fies. So schnell kenne ich das aber auch noch nicht. Das war jetzt gerade ja mal... Mama. Da esse ich erstmal ein Parfait. So, okay. Sowas konnte ich noch nie. Gebe ich offen zu.
Oh, wir sind schon bei der Hälfte. Blöd, dass er uns da getroffen hat. Komm schon. Das kann ich eigentlich, glaube ich... Ich habe nichts gesagt. Ja, bitte nicht wieder... Boah. So super schnell. Ich komme ja einigermaßen damit klar, wenn das so super schnell ist. Oh Gott, Asko. Ich will das doch gar nicht tun. Mann. Warum bringst du mich dazu? Es tut mir wirklich im Herzen weh, dass ich da dem die ganze Zeit Leben abziehe. Könnt euch das gar nicht vorstellen. 2 HP noch. Halleluja. Nice. Gut noch so gemerkt. Okay. Oh Gott, ist das wieder schnell. Ich bin gerade wirklich ein bisschen leise, weil ich möchte, dass ihr die ganze Atmosphäre von diesem Kampf mitbekommt. Und ich muss mich auch nebenbei sehr konzentrieren, gebe ich offen zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh. So soll das also sein. Ich erinnere mich an den Tag, nachdem mein Sohn starb. Der ganze Untergrund hat die Hoffnung verloren. Erneut wurde uns die Zukunft von den Menschen genommen. In meiner Wut habe ich einen Krieg angezettelt. Ich sagte, dass ich jeden Menschen vernichten würde, der hinunterfiel. Ich würde ihre Seelen verwenden, um wie ein Gott zu werden. Und uns von diesem schrecklichen Gefängnis zu befreien. Dann würde ich die Menschheit ausradieren und die Monster die Oberfläche in Frieden bewohnen lassen. Schon bald kehrte die Hoffnung der Leute zurück, doch meine Frau war von meinen Taten angewidert. Das ist übrigens Toriel. Sie verließ diesen Ort und wurde nie wieder gesehen. In Wirklichkeit möchte ich keine Macht. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte nur, dass jeder Hoffnung hat. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich möchte nur meine Frau sehen. Ich möchte nur mein Kind sehen. Bitte, junger Mensch. Dieser Krieg geht nun schon lang genug. Du hast die Macht. Nimm meine Seele und verlass diesen verfluchten Ort. Nope. Nach allem, was ich tat, um dich zu verletzen, würdest du lieber hier unten bleiben und leiden, anstatt glücklich an der Oberfläche zu leben? Mensch, ich verspreche dir, solange du hier bleibst, werden meine Frau und ich uns um dich kümmern. Wir können im Wohnzimmer sitzen, uns Geschichten erzählen, Karamellkuchen essen. Wir könnten wie eine Familie sein. What? What? Ha. Du Idiot. Du hast nichts gelernt. In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden.